So, endlich Pause. Erst wieder ein bisschen Musik für euch. So, ein bisschen für mein Tagebuch. Ich muss noch ein bisschen. Ich habe jetzt so viel ackert, ey. Von 6.30 Uhr bin ich eingeladen. 7 Uhr los. Sieht's aus. Bin erst mal bis nach Potsdam gefahren. In so ein Waldhaus da so. Und hab da übelste Lebensmittelladung, 200 Euro oder was hochgeschleppt. Auch cool, da mal ein bisschen rauszufahren. Ich fahre ja gerne Auto und so weiter und macht ja auch Spaß. Aber ich habe die ganze Zeit über meine Mama nachgedacht. Ein bisschen Weg für mein Tagebuch, noch ein bisschen jetzt hier meine Gedanken aussprechen, weil das lässt mir einfach keine Ruhe im Kopf. Ich finde das einfach so unfair. Ich finde das so unfair, wie meine Mama mir umgeht. Ja, aber gestern Abend kam sie ja kurz nach Abend zu mir und hat mir wieder Vorwürfe gemacht. So, oh, da haben sie ja ihr Bäumchen jetzt geklaut. Oh, ist ja ein Riesenproblem, liebe Mama. Ja, ich habe 1,5 Millionen Euro auf dem Konto, aber auch mein kleines Pflänzchen ist weg. Ich meine das nicht respektlos oder böse. Ich weiß, dass in der Bibel steht, ehre deine Vater und deine Mama. Ich bin ja auch meiner Mama für alle dankbar, aber ich möchte auch ehrlich hier ein bisschen meine Gedanken sagen. Warum ich schon, weiß ich nicht, so eine Streitereien um Geld gehen ja schon, seit ich, weiß ich nicht, 18 bin. Streite ich mich mit meiner Mama. Seitdem dieses Erbe ist, streite ich mich mit meiner Mama. Immer im Punkt Geld. Ich habe sie lieb, wir vertragen uns immer wieder. Aber bei Geld hört irgendwie, erscheint die Freundschaft oder der Spaß auf. Wir sind gerade bei Kaufland, das ist um die Ecke von meiner Arbeit. Da kann ich kurz mal eine halbe Stunde Pause machen, drei Viertelstunde beim Essen. Aber ich muss das kurz nochmal sagen, bevor ich es wieder vergesse. Und für meine Mama auch nochmal direkt das Video persönlich für dich. Weil ich will dir das auch nicht, soll sich das in Ruhe mal angucken, diese Videos. Weil wenn wir uns zu zweit treffen, irgendwo, dann dreh ich wieder durch. Ich bin halt sehr empfindlich, was das alt betrifft. Jetzt kommen alte Erinnerungen hoch, ich raste aus. Deswegen soll sie sich so ein Video mit diesen Informationen oder mit meinen Gedanken in Ruhe mal ansehen. Und dann wird mir ins Gespräch vielleicht kommen, um diesen Streit zu lösen. Ja, sie hat gestern zu mir wieder wortwörtlich gesagt, Robert, das ist lächerlich, ein bisschen Rewe da schleppen. So eine Arbeit, hat sie schon öfters mal gesagt. Auch als Erzieherarbeit mit Kindern spielen, ist lächerlich. Beleidigend. Und ich sage, nee, Mama, das ist nicht lächerlich. Das ist anstrengende Arbeit. Mir macht das vielleicht Spaß, ich kann ein bisschen rumfahren, ich krieg Trinkgeld. Aber es ist körperlich anstrengend. Im fünften Stock Bierkästen hochschleppen, kein Trinkgeld bekommen, ist anstrengend. Ist nervig. Lächerlich ist es, wenn ich es jetzt mal zurückgeben darf, liebe Mama, seit 5 Jahren faul zu Hause zu sitzen. Ich sage das wirklich, ich meine nicht, aber das ist doch die Wahrheit. Seit 2015 macht sie nichts, schläft jeden Tag bis 14 Uhr. Und dieses schöne Erbe, was Herr Rintel gehörte, was für ihre Kinder mal gedacht ist, für Sammy, für ihre Rente, für Sicherheit, dass man nicht so einen Scheißjob hier machen muss für Mindestlohn. Verfliegt. Das ist lächerlich, zu Hause rumzusitzen und gar nicht zu arbeiten. Mit 2000 Euro Miete jeden Monat. Das ist Geldverschwendung. Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Ja, sagt sie mir immer wieder. Deswegen streiten wir uns. Wir streiten uns darum, und das sage ich meiner Mutter jeden Tag, ich möchte nicht jeden Tag hören, dass ich ein Idiot bin und Geld verspielt habe. Ich weiß es. Ich habe es öffentlich überall gesagt. Sie sagt es mir trotzdem jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag aufs Neue muss ich um Geld betteln. Jeden Tag aufs Neue sagt sie mir, ich soll ja mit meinen 35 Jahren klarkommen mit meiner Welt. Na klar! So. Und da sie mir das immer wieder vor den Kopf wirft und nicht aufhört, mich damit zu nerven und jeden Tag mir Vorwürfe zu machen, wie scheiße ich bin, dass ich doch mein ganzes Geld verspiele. Okay, dann habe ich es mal durchgerechnet. Ja, dann gebe ich es jetzt mal zurück. Und sag dir mal, liebe Mama, wo hast du denn Geld verschwendet von Herr Rintel, was der nicht dir gehört? Was du nur Lotto gewinnen, ist wahr. Ja? Meine Sucht ist zum Beispiel Casino. Du rauchst dein Leben lang Zigaretten. Völlig bescheuert. Das ist Geldverschwendung. Gift in seine Lungen pumpen. Schon als kleines Kind habe ich immer gesagt zu meinen Mama und meinem Papa, aufhören zu rauchen bitte. Das stinkt. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht einatmen, so ein Gift. 30 Jahre lang, oder seit ein junger Mensch meine Mama ist, raucht sie jeden Tag eine Schachtel Zigaretten. Wenn du das mal durchkalkulierst, ich habe mal gesehen, 365 Tage hat ein Jahr, das sind irgendwie 12.000 Tage, 30 Jahre, meine Mama ist jetzt 55. Ja, 30 Jahre raucht sie Zigarette. Ich habe mal durchgerechnet, das sind allein nur für Tabak ca. um die 60.000 Euro, die sie sich Gift in die Lungen gepumpt hat. Ich würde niemals rauchen, ich habe noch niemals geraucht. Ich meine das nicht böse, aber ich meine, ich habe Schnauze voll, mir wieder meine Sünden und meine Laster anzuhören. Willst du das, Mama, dass ich so was jeden Tag zu dir sage? Dass du 60.000 Euro an Gift in deine Lungen pumpst, das ist genauso hirnbescheuert, sein Geld in Automaten, in Casinos zu verballern. Das ist eine Sucht. Was Menschen nun mal haben. Süchte, von denen man nicht wegkommt. Ich habe meine Mama immer versucht zu helfen und zu sagen, aufhören zu rauchen. Genauso mit Alkohol, könnte ich jetzt weitermachen.
Jeden Tag. 1-2 Liter Wein. Das wisst Mama auch. Ich hab die Scheiße geschleppt jeden Tag, wenn wir einkaufen waren. Ja, sie brauchte zum Einschlafen. Sie mixt sich das mit Wasser. Das ist ja auch, das hat jeder seine Laster. Aber wenn du das mal hochrechnest, ich trinke keinen Alkohol. Seit 4 Jahren nicht mehr. Wisst Mama, wisst jeder. Ich hab aufgehört damit. Und wenn in der Vergangenheit hat man nur als Reiseleiter viel Alkohol getrunken und da war es umsonst in den Hotels, all inclusive. Das heißt, genauso viel Geld, wie ich im Casino verschwendet habe, weil ich in der Hoffnung habe, dass ich auch mal so einen schönen Lottogewinn habe wie meine Mama, weil ich auch mal reich sein wollte wie meine Mama, weil ich mein Leben lang sehe, seit ich 16 bin, sehe ich, wie meine Mama viel Geld hat und ich muss zugucken. Und deswegen habe ich halt neben meinem Beruf als Erzieher oder mein, weiß ich, was ich alles für, ich habe so viele harte Arbeiten gemacht, ich habe wirklich viele harte Jobs gemacht in meinem Leben. Ich habe auf vielen Veranstaltungen immer hart gearbeitet. Hat es aber nie gereicht, um so ein Reichtum zu erreichen wie meine Mama. Und natürlich wird man dann nebenan eifersüchtig und traurig, wenn man sowas sieht. Und ich möchte nicht jeden Tag aufs Neue dann so eine Scheiße hören. Ja? Und dass meine Mama Geld angibt, was sie ja nicht erarbeitet hat, was Herr Rintel gearbeitet hat. Das regt mich auf, sowas. So ein angeberisches Verhalten. Und ein böses Verhalten mir gegenüber, wo ich gar nicht gemacht habe. Ja? Eine Geldverschwendung ist es zum Beispiel auch, eine Dachterrasse auf ein Haus zu bauen ohne Baugenehmigung. Das sind 50.000 Euro aus dem Fenster raus. Hätte ich sowas niemals gemacht, das ist dumm. Und genauso dumm ist es, im Casino Geld zu verspielen. Ist es sinnvoll, sich jeden Tag aufs Neue so einen Fehler an den Kopf zu schmeißen, jeden Tag aufs Neue zu sagen, du hast Scheiße gebaut. Bringt das irgendwas? Kommt das Geld denn wieder von der Dachterrasse oder von Rauchen oder von Zigaretten oder von Alkohol? Nein. Und das sage ich jetzt so deutlich, wie es ist, liebe Mama. Mit allen Respekt für dich. Ich liebe dich, du hast mir immer geholfen und sowas. Aber ich möchte das nicht mehr hören. Ich mache dir auch nicht jeden Tag Vorwürfe, was du halt für Scheiße gebaut hast in der Vergangenheit. Mach ich nicht. Ja? Deswegen wollte ich schon immer weggehen. Ich war immer im Ausland. Wenn ich irgendwie die Möglichkeit hatte, habe ich ein Zimmer gehabt in der 200 Quadratmeter Wohnung und bin abgehauen im Sommer. Von Mai bis September war ich weg. 2009, 2010, 2011, 2012, 2016 war ich immer weg. Ich war ja nicht da. Du hast mich nur bei Facebook gesehen. Ich war immer als Reiseleiter unterwegs. Ich habe kein Geld von dir bekommen, nichts. Ja, du hast mir nie geholfen mal mit dem Studium. Ich habe immer gesagt, mal ein bisschen irgendwie, dass ich mal ins Ausland gehen kann. Nach Amerika. Hast du nicht. Amerika, Las Vegas, mein Traum habe ich mir selbst erarbeitet. Selbst dafür. Da habe ich selbst im Poker gewonnen und habe ich selbst gearbeitet als Erzieher. Bin ich noch da. In Prenzlauer Berg irgendwo war ich da in der Villa Kunterbund oder wie die Kita hieß, über Kita-Personal. Wisst ihr genau, da habe ich gearbeitet mit kleinen Kindern. Das ist anstrengend. So. Deswegen sage ich, das ist meine, ich will, diese Gedanken gehen in meinen Kopf. Ich hasse diesen Streit in der Familie wegen diesem verfischen, verschissenen Geld. Meine Mama hat da ja keine Probleme. Die muss nicht jeden Tag um 6 Uhr aufstehen und irgendwelche Kisten hochschleppen. Sie kann ausschlafen, das ist ja auch okay. Sie hat einen Tyrann als Mann gehabt, mein Vater, der sie zu Sachen gezwungen hat, die sie nicht wollte. Deswegen soll sie ja auch diesen Reichtum haben, aber sie soll bitte wenigstens mit ihrem Sohn, der ihr nichts getan hat, vernünftig umgehen. Und mich jeden Tag aufs Neue Scheiße erzählen. Das ist gemein. Ja? Ich war schon so weit, dass ich vor der Brücke springen wollte. Weiß ich nicht. Und das ist immer durch. Ich hab keinen Bock auf diesen Krieg. Ich möchte Frieden. Es gibt keine Probleme. Du hast hier noch Geld, um noch 10 Jahre lang glücklich zu sein oder 20 Jahre. Aber wenn du natürlich weiter nichts machst mit dem Geld, rauchst und trinkst, 2.000 Euro Miete bezahlst, nichts investierst, nichts arbeitest, dann ist es natürlich weg in 10, 15 Jahren. Das ist doch klar. Ja, ich versuche ja irgendwie dir zu helfen oder versuche irgendwie zu arbeiten und irgendwie was Vernünftiges zu machen. Das ist halt nicht so einfach. Das Leben ist hart. Das ist wie Hölle manchmal. So, das ist jetzt mein Wort zu der Pause. Ein bisschen Dampf abgelassen. Ich hoffe, du verstehst mich mal richtig. Ich kann es weiter mir jeden Tag sagen, verrecke, Tür zu machen, mir nichts zu essen nehmen, bis ich wieder, weiß ich nicht, 55 Kilo wiege wie letzten Sommer. Es war wieder rumstreit, dass ich so Bildzeitung gehen muss, wenn du das unbedingt haben willst. Ich habe keinen Bock drauf. Ja, ich möchte, dass wir eine Lösung haben. Eine dauerhafte Lösung. Irgendwas Sinnvolles mit dem Geld machen. Ja, nicht irgendwie rusch die 30.000 Euro geben für einen Kaffee in Menzel Bean in Tunesien, wo ja kein Geld ist. Nee, irgendwas investieren, dann soll rusch die hier einen Kaffee in Berlin aufmachen. Ja, eine Investition, 100.000 Euro in einen, irgendwo eine Currywurstbude oder irgendwas, wo wir arbeiten können alle und das Geld vermehren, was Sinnvolles. Was auch immer. Ja. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen aggressiv und laut werde oder weiß ich nicht, aber mir reicht das einfach langsam, diese Streiterei. Immer wieder aufs Neue.
jeden Tag aufs Neue diese Scheiße zu hören. Ja, bitte nicht mehr. Ja, ich möchte Frieden, ich möchte Urlaub, ich möchte Spaß haben. Ja, wenn ich irgendwo her, weiß ich nicht, eine Möglichkeit hätte, mehr Geld zu generieren, würde ich auch, würde meine Mutter nicht mehr nerven. Sachen packen, Schulden bezahlen, abhauen. Geht ja nicht. Ich verdiene 2000 Euro und ich habe 1900 brutto. Das läuft einfach nicht. Ich beruhige mich jetzt, wir schön kaufen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Holst du mir eine Clubmate und mein Trinkgeld? Hallo. Hat eine Maske. Und genieße meine Pause. In Ruhe selbst. Marita, wenn du jetzt siehst, ich hab dich lieb.